Könnt ihr euch noch an das Jahr 2020 erinnern? Das fing ja schon mal ganz lustig an. Viel schöner war es ja dann noch so 1,5 Jahre später. Da gab es dann Free Bratwurst. Allerdings leider nur im Gegenzug für eine Impfung. Schön bezeichnend für den geistigen Zustand unserer Bevölkerung. Aber zwischendurch und auch danach, naja, aber ich will hier nicht weiter klagen. Ich hatte damals dann schon alles mögliche Lustige, was ich zum Thema fand, gesammelt. Und das will ich euch hier nie vorenthalten. Aber eins muss ich vorher doch noch ansprechen. Letztens wurden noch Akten vom RKI, dem Robert-Koch-Institut, bekannt, die dann zwar nicht so streng geheim wie die AfD-Remigrationspläne waren, aber dafür weitaus brisanter sind. Ich bin jetzt auf das Video von dem Maximilian Pütz gestoßen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier wird das Ganze nochmal ganz gut zusammengefasst. Ich bringe euch mal kurz den wichtigen Umriss. Ihr könnt euch das Video von dem Pütz dann anrufen. Steht unten in der Videobeschreibung oder auch hier oben nochmal. Wir haben wieder einen dieser Momente, in denen die Verschwörungstheorien von der Realität eingeholt werden. Multipolar, ein sehr, sehr gutes, unabhängiges journalistisches Magazin, hat es geschafft, interne RKI-Papiere freizuklagen. Daraus wird klar, die im März 2020 verkündete Verschärfung der Risikobewertung von mäßig auf hoch, Grundlage sämtlicher Lockdown-Maßnahmen und Gerichtsurteile dazu, gründete, anders als bislang behauptet, nicht auf einer fachlichen Einschätzung des RKI, sondern auf der politischen Anweisung eines externen Akteurs, dessen Namen in den Protokollen geschwärzt ist. Also diese Hochstufung auf die hohe Risikobewertung, die praktisch dafür verantwortlich für die Schulschließung, dafür, dass ihr vielleicht euer Restaurant sperren musstet, dafür, dass vielleicht ihr wirtschaftliche Schäden bekommen habt, dafür, dass ihr isoliert wart, dass ihr eure Großeltern nicht beim Sterben begleiten konntet und so weiter und so fort. All das beruht nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf Anweisung einer externen Person. Ich habe jetzt mal zwei Corona-Strophen gemacht. Und heute trägt man Masken, gegen Corona muss das sein. Denn die Maske schützt den Mensch und dämmt das Virus ein. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Ist das Bild noch zu schwer, weshalb ich es noch einmal kurz erkläre? Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Sie müssen nur die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von alleine fliehen. Auf Mund und Nase kommt das Tuch, das Band über die Ohren, denn dann hat Corona bald verloren. Ist es, glaube ich, wirklich auch geboten, eine solche Impfpflicht zu beschließen? Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Aber erst die Maske aus der Tasche ziehen, weil dann die Viren quasi von alleine fliehen. Auf Mund und Nase kommt das Tuch, das Band über die Ohren. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Seit Monaten schon die. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Das ist doch voll beknackt. Lockdown. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Kinder, die das ganze Haus in Grund und Boden rocken. Mach doch mal das Ding aus. Hau ab, Mann, ich will zocken.
nach so einer gut. Traumurlaub fällt wieder aus und statt Feta auf Kret. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Und zwacker im Lockdown, Frisur wie Chewbacca. Eine Impfpflicht wird es dafür auch nicht geben. Ich hielt eine Impfpflicht dafür auch für völlig falsch. Druckerpatrone, zu viel homeschooled. Lockdown, die Nerven liegen blank. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Lockdown, alle zu Hause. Kein Bock drauf, ich mach jetzt Pause. Im Lockdown, alles wird irgendwann gut. Deutschland 2020. Politische Instabilität. Bürgerkriegsstimmung. Nein, ich war Schwanz. Und ein neuer globaler Feind. Pünktlich zum bakteriellen Großereignis des Jahrhunderts kommt deine Hit-Compilation, mit der auch Sie die neue Pest munter überstehen werden. Time Lies präsentiert Corona-Hits 2020. Der ansteckendste Party-Mix aller Zeiten. Mit Songs von Gripney Husten, Schnupfhundi Hund, Rod Stewart und Matthias Keim. Verdammt, ich krieg dich. Ich krieg dich nicht. Ich sitze irgendwo. Eine Impfpflicht wird es dafür auch nicht geben. Ich hielt eine Impfpflicht dafür auch für völlig falsch. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Komm ich zurück nach Haus mit scheiß Corona. Diese einzigartige Hit-Compilation muss einfach viral gehen. Versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt, daran muss man Corona sich als Staat 2020. Dann auch halten. Sonst krieg ich die Scheiße. Diesmal lieber jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig. Eine solche Impfpflicht ist ein scharfes Schwert, aber ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber Herr Lindner, also wir müssen zum Beispiel klar machen, wie wir die Impfbereitschaft erhöhen wollen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck, aber schon Verantwortung. Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Justin Fieber und Viruslav Klose. Desinfektionsmittel gibt es nicht bei Rossmann oder Amazon. Shit, ey, alles ausverkauft wie Sowjetunion. Mist, ey, ich hab 13 Töchter und einen kleinen Sohn. Mit, ey, mit Atemschutz durch die Stadt. Glück, wer keinen abgekriegt hat. Man hat das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt eine Zusage der amtierenden Bundesregierung und da haben sich im Grunde alle anderen angeschlossen, dass es keine Impfpflicht gibt. Wir haben auch bessere Möglichkeiten, das zu tun. Es wird keine Impfpflicht geben. Jetzt ist eine Pandemie da. Corona-Hits 2020. Solange es noch chinesische CD-Player gibt. Oder Chinesen. Oder irgendwas. Jetzt auf Spotify, Sneezer und TikTok. Corona-Hits 2020. Wir haben noch einmal gemeinsam unseren Beschluss bekräftigt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht für notwendig halten. Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Dass es in Deutschland keinen Zwang zum Impfen geben wird. Auch jemand, der diesen Impfstoff nicht verwendet, dem werden nicht die Grundrechte genommen. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Die Freiheit ist verloren, das Klopapier ist alt. Ich glaube, die Zeit ist reif und mit dem Verfahren wird man eine Lösung finden, die am Ende zu einer Impfpflicht führt.
Und das ist jetzt auch nach dem, was wir gesehen haben, richtig. Warum bist du nur so gemein? Es muss doch geschieden bald sein. Es gibt nichts außer Krisen, die Maske rutscht beim Niesen. Das Grundgesetz war gestern, heute kommt die Polizei. Ich hatte schon mal Grippe, da war ich ein Gerippe. Heute sammle ich mit Vergnügen Verschwörungstheorien. Co-co-co, co-co-co, Corona, Corona, Corona. Warum bist du nur so gemein? Corona, Corona, Corona. Es muss doch bald geschieden sein. Ich muss mich mächtig tarnen, die Wissenschaftler warnen. Das Geld, das geht zur Neige, genau wie die Geduld. Ich geh nicht mit der Mode und spiel nicht Schillers Ode aus Angst vor Denunzianten am Abend vom Balkon. Ach, wär ich doch Minister, dann spielt ich das Register als Retter und Verkünder, als Katastrophenclown. Das Volk, es wird mich lieben, weil wir schon fleißig üben mit Bundeswehr und Masken für all die schlechte Zeit. Co, co, co. Lässt du mich endlich allein? Corona, Corona, Corona. Warum bist du nur so gemein? Corona, Corona, Corona. Wann lässt du mich endlich allein? Genossen Bundesbürger, was die historische Mission der Arbeiterklasse nicht leisten konnte, das schafft nun ein Virus. Jawohl, das Virus neuen Typus entwickelt und projektiert in den Friedenslaboren der Kommunistischen Partei Chinas, wuchs IM Covid über sich hinaus. Ja, mehr noch, es konnte sich ausbreiten, durchsetzen, sozusagen weltumspannend. Das und nichts anderes war gemeint mit der unsichtbaren Front. Tja, wer zuletzt lacht, lacht im Osten. Jawohl. Zwar
stehen wir erst am Anfang. Aber am Ende werden wir siegen. Beschränkung der Reisefreiheit, Grenzschließung oder Klopapiermangel lassen ahnen, wohin die Reise geht. Vorwärts immer! Natürlich werde ich oft gefragt, ja? Lieber Erich, wie habt ihr das überhaupt leisten können? Wie habt ihr das geschafft? Nun, den Sozialismus in nicht einmal 30 Jahren nach der Wende in ganz Deutschland zu etablieren. Lassen Sie mich dazu eins feststellen. Unser Weg ist richtig, weil er wahr ist. Und wahr, wahr. Nicht wahr? Überholen, ohne einzuholen. Und nun, es soll ja Länder geben, da zitiert die Presse die Regierung zum Rapport. Hier in der Bundesrepublik zitiert die Presse nur die Regierung.